Bevor wir mit diesem Video anfangen, wieder mal ein kleines Gewinnspiel für euch, Freunde. Und zwar verlose ich nochmal ein Rode-Mikrofon an euch. Das ist nämlich übrig geblieben bei der letzten Verlosung, da sich einer der beiden Gewinner leider nicht gemeldet hat. Von dem her habt ihr Glück, das gibt es jetzt halt einfach nochmal neu. Alles, was ihr machen müsst, ist auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu gehen, dort euren Instagram-Namen zusammen mit dem Hashtag Weihnachten zu kommentieren, diesen Kanal hier natürlich zu abonnieren und dann seid ihr automatisch mit dabei. Gewinnspielende ist dann, wenn wir die 10k haben. Macht mit, viel Glück an alle und viel Spaß mit dem Video. Und damit kommen wir heute wieder zu einer neuen Reaktion hier auf meinem Kanal, Freunde, und zwar zu dem neuen Song von Faustkiss, der hier vor 49 Minuten rauskam. Der Song heißt Schicksal. Ja, vorab muss ich dazu sagen, ich dachte wirklich nicht, dass ich heute nochmal irgendwas finde, um ein Video aufzunehmen, weil gestern kamen nicht viele Songs raus, wegen Weihnachten und so natürlich. Und ja, generell, also ich hatte jetzt nicht vor, unbedingt heute ein Video zu machen, sonst mache ich eigentlich jeden Tag ein bis zwei Videos oder so tatsächlich, also wahrscheinlich sogar mehr als ihr denkt. Und ja, jetzt kam der Song hier raus. Ich wollte schon bei den anderen Songs auch immer auf ihn reagieren. Habe ich aber irgendwie immer vergessen und dann am Ende nicht mehr dran gedacht. Und ja, deswegen ist das heute das erste Mal, dass wir uns den Song von ihm anhören. Muss auch dazu sagen, ich bin gerade erst vor, ja, was heißt gerade, aber vor einer Dreiviertelstunde erst aufgestanden. Ich wäre wahrscheinlich normalerweise wieder müde um die Uhrzeit, aber wie man vielleicht merkt, gerade bin ich sehr wach, Freunde. Ja, wir kommen zum Song. Ich bin gespannt. Schicksal. Ja, Mann, Bewertungen sehen eigentlich soweit ganz gut aus. Spotify auch alles am Start. Okay, let's go. Okay, wir sehen hier oben schon Post Malone Type Beat. Also das ist der Beat von dem Song hier. Klingt oder wird wahrscheinlich so ein entspannter Song auf jeden Fall werden. Jetzt kein schneller oder, ne, sondern ja, chilliger, entspannter Song. Aber erster Eindruck, ich würde sagen, von der Stimme, also von der Stimmfarbe von ihm jetzt, passt das auf jeden Fall sehr gut zum Beat. Ja, ansonsten, wie ich gerade schon meinte, ja, genau so ist der Beat. Sehr entspannt, langsamer Beat, muss man auch dazu sagen. Sonst hören wir meistens Songs an, die natürlich viel schneller sind. Generell, das wird jetzt wahrscheinlich kein Rap-Song sein, sondern halt einfach, ja, mehr, ich sag einfach mal gesungen. Aber an sich jetzt so vom ersten Eindruck her, würde ich sagen, klingt es eigentlich ganz nice. Auf der linken Spur, meine Welt war viel zu grau. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit macht mich nur noch taub. Mein Leben an der dünnen Schnur, doch sie holt mich von ihr raus. Mein Fühlen nennt Tutu, du bist diese eine Frau. Ja, ich bin bereit, mit dir die Reise zu beginnen. Neben dir fühle ich mich wieder wie ein kleines Kind. Es ist egal, wo du hin willst. In deinen Armen werde ich blind. Aber das muss man ihm lassen, also Melodien kann er wirklich gut machen. Ja, ansonsten natürlich so mit Autotune und allem, wie es zusammen klingt, finde ich, klingt das auf jeden Fall rund. Ich finde, die Stimme könnte ein bisschen lauter vielleicht noch sein sogar, das vielleicht noch, aber so grundlegend von der Melodie her und so klingt der Song nice. Kann mich jetzt nicht mehr an die anderen erinnern, in welche Richtung die gingen oder ja, wie gut die mir gefallen haben, weil das gefühlt schon so lange her ist, ich weiß es einfach nicht mehr. Muss ich mal nach dem Song, wenn ich den hier angehört habe, muss ich mal reinhören und dann mal schauen, ob er sich vielleicht irgendwie verbessert hat oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber wie gesagt, so rein von der Melodie her, finde ich, ist auf jeden Fall catchy. Blick fällt, zähle die Sekunden, an denen wir uns endlich sehen. Ja, ich weiß, es ging schnell, es gibt nicht mehr, was mich quält. Du bist endlich da, deshalb fließen keine Tränen. Ich sah mich alleine in meinem kleinen Kinderzimmer. Fast keiner war für mich da, doch es wurde immer schlimmer. Ich hab auf dich aufgesehen und das schon seit Beginn an. Wegen bisschen Geld wickelst du mich um deine Finger. Ich seh uns beide an, erkenne endlich eine Zukunft. Verliere ich den Verstand oder bist du meine Zuflucht? Und ihr schaut uns an, ich weiß, ihr seid verwirrt. Schlechte Tage ziehen vorbei, unser Glück ist definiert. Ich glaube, es ist Schicksal. Du bist mein Blickfang. Ich glaube, es ist Schicksal.
Okay, was auch cool gemacht ist, der Song ist ja einfach schon fast rum. What the fuck, wie schnell verging die Zeit bitte? Ja, beim Video sieht man hier halt auch so ein bisschen eine Story mit reingebracht. Also nicht einfach nur irgendwelche Aufnahmen, sondern jetzt wie hier, wo sie halt eben aus dem Fenster schaut und er dahin läuft. Sowas zum Beispiel finde ich cool, passt bei solchen Songs natürlich auch sehr gut rein. Zum Beispiel, ich glaube, der letzte Song, den wir in die Richtung angehört hatten, war von Rain Man, glaube ich, also einem türkischen Künstler. Das ging so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Aber sonst, ne, das, was wir sonst meistens anhören, ist halt immer grundlegend schon komplett anders. Deswegen, ich bin ja, was sowas angeht, bei Musik immer relativ offen. Viele andere Leute leider nicht so. Ob ich den Song jetzt noch häufig anhören werde oder überhaupt noch, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird man dann sehen. Aber so vom Ding her, finde ich, hat er das gut gemacht. Ich habe natürlich schon ein Like hier dagelassen. Ihr seht die Bewertungen. Die sind eigentlich auch relativ gut. Also 4000 Likes, 200 Dislikes nur. Also kommt bis jetzt zumindest auf jeden Fall gut an. Auf der linken Spur, meine Welt war viel zu grau. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit macht mich nur noch taub. Mein Leben an der dünnen Schnur, doch sie holt mich von mir raus. Mein Füll an der Tutu, du bist diese eine Frau. Ich finde halt nur beim Video hätten die vielleicht gerade jetzt zum Beispiel so eine Location, da hätte man vielleicht irgendwie noch was Krasseres, Cooleres irgendwie reinbringen können, weil das ist jetzt natürlich nicht die krasseste Videolocation, die man sich vorstellen kann. Da glaube ich, hätte man noch viel mehr rausholen können. Trotzdem, letztendlich, das Video ist ja von der Qualität her und so nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, hat das eine richtige Videofirma gemacht oder haben die das irgendwie selber gemacht? Film- und Videoproduktion. Lemons, ah ja genau, das hat man am Anfang gesehen, okay. Sagt mir auch gar nichts, also hat man so weiter auch noch nie irgendwo gelesen, zumindest ich nicht, glaube ich. Ja, wie gesagt, da hätte man noch auf jeden Fall mehr rausholen können, so. Ja, aber trotzdem, es langt letztendlich für den Song. Ja, wir hören noch die letzten Sekunden an. Ich fang hier raus, mein Füller in der Tutu, du bist diese eine Frau. Wobei ich halt auch sagen muss, beim Beat, man merkt das, ne, dass das so ein typischer Type-Beat halt eben ist und jetzt nicht einer, der extra irgendwie für ihn produziert wurde oder so. Aber trotzdem, also finde ich, hat ganz gut dazu gepasst. Auch das Video an sich zum Song mit der Story und so, finde ich, haben die ganz gut gemacht. Genau, das war das Bild, was ich bei Insta gesehen habe. Ich habe aber, glaube ich, nicht mal gecheckt gehabt, dass das überhaupt, wahrscheinlich hat er das ja drunter geschrieben, dass der Song rauskam, sondern ich habe den gerade erst in der Abo-Box entdeckt. Ja, Props geht raus an mich. Okay, Freunde, das war's soweit hier mit dem Song. Schreibt gerne mal eure Meinung unten rein, wie ihr den Song fandet. Ich gucke jetzt vielleicht nochmal bei den anderen, wie die waren, um es so vergleichen zu können. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.